wieder zur Doppelsprosse, RDG. Kevin G. Yes, sir, RDG Lee alias Kevin G. Bro, oh, sind wieder coming back von der Doppelsprosse. Und wir bereden heute das Thema. Was bereden wir für ein Thema, Gisha, heute? Der 21. Januar 2019. Was ist das für ein Tag? Erratet mal genau, was das für ein Tag ist. Ja, ich sag's euch gleich. Wir geben euch mal 5 Sekunden Zeit. Ihr könnt gerne in die Kommentare kurz die Stopptaste drücken. Genau. Und dann in die Kommentare unten schreiben, was ihr vermutet, was heute am 21. Januar 2019 für ein Tag ist. Ja? Ich werde morgen das Video veröffentlichen und was erratet man? Genau. Mein Bro sagt jetzt die Lösung. Heute ist der Knuddeltag. Genau, der Knuddeltag, ja. Das der heißt. Zweite Knuddeltag. Genau. Und weißt du, was da mal machen muss? Was muss man machen? Sich knuddeln. Genau, sich umarmen einfach. Sich umarmen. Genau wie die Kätzchen, weißt du, ja, die Kätzchen. Ja. Weißt du, die Kätzchen sind so süß, weißt du, wenn die sich umarmen. Ja. Oder, weißt du, die streichen sich so, weißt du, die gehen an die Wäckchen, dann gehen die so an die, ja, an die Wangen und dann gehen die an die Tätzchen und dann gehen die an die, an die Arme, weißt du, und dann streichen die sich so, weißt du, und danach, weißt du, die schwien dann so richtig, so wie Geilchen. Und dann lecken die sich noch, ja. Ja, das ist wirklich so geil, dich einfach. Ja, weißt du? Bei den Kätzchen ist das richtig geil. Weißt du? Aber das sollte jedes Lebewesen machen, ne? Das wirklich ist jedes richtig. Lebewesen, weißt du? Umarmung tun so gut, auch wenn du jetzt so deinen Bruder umarmst oder deine Schwester oder deinen Cousin oder deine Tante oder deine Oma, Opa, deine Mutter, dein Vater, egal wen, dein Liebhaber, deine Freundin, deinen Freund, egal wen, ja, diese Umarmung tun so gut, ja, ja, und ich merke das auch, wenn ich immer Umarmung mit Personen habe, mit Gleichgesinnten, auch mit, egal ob Männern oder Frauen, das ist egal. Ja, wir sind die besten Freunde, ja, und wenn wir uns nicht hätten, ja, dann wäre ich unglücklich, ja? Und ich fühle immer, wenn ich mit meinem Bruder und dann immer mir die Videos von den Kätzchen anschaue oder von den Löwen oder von den Kühen oder von den Ziegen, dann denke ich mir, Alter, kann man sowas töten manchmal, ja, da denke ich mir echt manchmal, die sind da so knuddelig, ja, deswegen heute der Knuddeltag, ja, ja, und darum sage ich ja, man muss sich wirklich umarmen, ja, man muss auch manchmal streichen, ja, einfach mal, weißt du, so, das ist ganz normal, ja, man muss sich mal berühren, streichen, anfassen, ja, und das ist ganz normal, ja, das ist nichts Schlimmes, ja. Ja, und was das für positive Auswirkungen hat. Also, Totalste. Ich kann ja euch mal ein paar Aufzählungen sagen, richtig top fürs Immunsystem, dann generell bekommt man dadurch viel weniger Depression. Die ganzen Leute sind alle mit Depressionen beklagt, ja. Das ist wirklich so. Weil die einfach zu wenig Liebe bekommen, ja. Zu wenig Liebe sind meistens immer sehr viele alleine. Zu wenig Anerkennung bekommen. Zu wenig Anerkennung, zu viel Stress manchmal. Zu viel Stress. Die bekommen nie was Gutes gesagt oder nicht mal eine Umarmung vom Chef oder mal so ein einfach so ein Klopfer auf die Schulter, gar nichts. Ja? Genau, einfach. Einfach, die werden immer, die sagen, ja, du hast das mal gut gemacht, aber danach sagen die immer meistens, ja, du hast immer Scheiße gebaut, Alter. Ja, ja, das ist immer so. Das ist immer so. Und wenn man so aber jemanden, sag ich mal, so eine Person einfach so niedermacht, das finde ich nicht schön, ja. Darum haben wir auch den Arbeitsplatz verlassen. Weil wir einfach eine bessere Community aufbauen möchten, ja. Ja. Wir möchten mit gleichgesinnten Leuten selber was aufbauen, ja, und wollen Spaß haben, ja, dass auch jeder sich herzlich begrüßt, dass jeder sich liebend umarmt, ja, dass da auch eine positive Schwingung ist und dass auch sofort eine, sage ich mal, eine Connection, eine Verbindung herrscht, ja, dass jeder gleichgültig ist, dass jeder sich respektiert. Ich sage immer das Wort Respekt. Das ist so wichtig, dieses Wort Respekt, ja. Weil viele verurteilen immer dieses Wort Respekt, ja. Ja? Respekt ist so ein enormes Wort, ja. Es ist gigantisch, ja. Wie viele Personen dich oder mich auch nicht respektieren, ja. Ja? Ich respektiere jede Person. Aber manchmal kriege ich so eine Zuneigung,
Keiner respektiert mich, ja. Und deswegen wünsche ich mir von vielen Leuten auch, ja, dass sie sich generell immer, auch wenn eine Person redet, immer gegenseitig respektieren. Ja. Ich respektiere dich immer, ja, Kisha. Ja, ich auch. Ja. Weil ich sag mir, auch wenn man, ich sag auch mal, wenn man sich respektiert, dann ist es ja alles okay. Aber die meisten Leute haben halt sehr viele Missverständnisse. Sie verstehen das halt sehr falsch. Und dann kommt es zu diesen Komplexen. Ja? Das heißt, die Leute respektieren dich nicht, machen dich blöd an. Manche sagen satirisch, das finde ich nicht schlecht, aber manche meinen das ernst und dann können die dich verletzen. Ja? Ja, die Gefühle können damit verletzt werden. Ja? Ja, weil die nicht wissen, wie die andere Person tickt. Ja? Das ist halt so. Mhm. Ja, mir ist es egal, wie ich jetzt ticke. Ja? Mhm. Ob ich jetzt laut, leise, behindert bin oder irgendwas. Mhm. Ja? Deswegen, ich soll jede Person respektieren, das ist wichtig. Das ist wirklich das wichtigste Wort. Wenn ihr keine Person respektiert, ihr leidet, ihr führt nur Leid immer hinzu. Ja? Mhm. Ihr führt nur Leid über eine Person hin, vielleicht über mich, über meinen Bruder oder über eine andere Person. Ja? Dieses Leid, das ist nicht schön. Ja. Ja, das macht uns auch nur immer Gedanken im Kopf. Ja? Deswegen Respekt, bitte. Respekt. Respekt, Liebe. Respekt, Liebe. Respekt, Liebe ist auch sehr wichtig. Ja. Weil ohne Respekt kann die Liebe nicht herrschen. Ja, das ist so. Ja, und was wollen wir erreichen? Die Liebe. Ja. Die Liebe zu dem Frieden auf der ganzen Welt. Die Liebe haben wir eh schon, Kisha. Die Liebe haben wir schon, aber den Frieden auf der ganzen Welt wollen wir erreichen. Dann, das ist unser Ziel. Den Frieden haben wir auch schon in uns, aber wir wollen noch den Frieden auf der ganzen Welt. Wir wollen auch die Liebe auf der ganzen Welt schaffen und natürlich auch den Respekt auf der ganzen Welt. Das heißt, die drei Wörter wollen wir erreichen, dass alle Tiere zusammen in einer friedvollen Welt leben. Genau. Das heißt, die Tiere sollen die Menschen respektieren, aber auch umgekehrt, die Menschen sollen die Tiere respektieren. Ja? Ja. Das heißt, das ist doch logisch, dieses Gleichgesetz, oder? Ja. Wer Tiere tötet, der ist satanisch. Der ist strikt satanisch für mich. Warum? Ein Tier würde sich niemals ergeben. Würde sich niemals ergeben. Es würde selber sich verteidigen. Es würde sich verteidigen. Ja? Schau dir mal genau diese Videos an. Soll ich das mal in meinen Videos einbauen? Dir wird es kotzübel gehen wahrscheinlich. Dir wird es kotzübel gehen. Du wirst sofort wegschalten. Ja? Ich schaue mir all diese Videos an. Ja? Ja? Weil ich bin ein Mann. Ja? Ich stehe mein Mann. Auch wenn ich eine Frau wäre, würde ich auch eine Frau stehen. Weißt du, warum wir uns das auch anschauen? Ja? Weil wir nicht den Sinn sehen, einfach so viele Tiere zu produzieren, weil es einfach nichts bringt, so viele Tiere zu töten. Es bringt einfach nichts, eine Überproduktion zu machen. Ja, wenn ihr diese Überproduktion nicht gemacht habt, müssten die einfach nicht so viele Tiere töten. Vergraben, töten, alles mögliche. Ja, beerdigen, verbrennen sogar. Ja. Deswegen, es tut mir leid, dass die da vergraben werden. Ja. Aber es ist nicht meine Schuld, es ist die Schuld von der Regierung, ja, dass die so handeln. Und es ist das Problem des Kassenzettels. Ja? Ja. Des Kassenzettels. Wer Fleisch konsumiert, der möchte es halt immer günstig haben, oder? Ja. Ja. Und wer günstiges Fleisch kauft, fördert nur die Massenproduktion. Ja. Wer teures Fleisch kauft, der fördert noch wenigstens die Kleinbauer. Ja. Ja, aber trotzdem. Trotzdem ist das für mich satanisch. Satanisch. Alles ist satanisch. Alles ist satanisch, was du tötest. Tötest ist eine der sieben Sünden. Nur normalerweise, wenn es nur auf normalem Wege stirbt. Das heißt nach 25 Jahren. Aber die werden alle nach 2-3 Jahren schon getötet und werden überfressen. Das ist eine Mästigung, ja, die wir hier Menschen kreiert haben. Ja. Und wir wahren Menschen, weisen Menschen, wollen das bekämpfen jetzt vor euch. Ja. Und warum wollt ihr dieses Tier töten? Kuschelt mit denen. Kuschelt mit denen. Nicht töten. Hallo? Seid ihr bekloppt, Alter? Die Kehle aufschneiden von der Kuh, das Schwein
Mästen in irgendwo bei Holocaust in so Gaskammern, ja, verkammern, das ist wie bei Holocaust, Digga, ja, denke ich mir manchmal, ja. Mhm. Oder einfrieren und bei lebendigen Grabe begraben oder bei lebendigen Leibe begraben. Oder bei einfach ein Feuer reinwerfen und die Schweine mit Öl bespritzen und dann die Schweine dann sozusagen mit Feuer in. Ja, das war das schlimmste Video ever, Alter, was ich mir da angesagt habe. Ja, die haben die mit Öl da alle. Ja, ich weiß, bespritzt und dann. Bespritzt und danach haben die in den Streichholz da reingeworfen und dann. Und dann ging es ab, brutal, Alter. Ja. Weißt du, wie mir kurz übel da ging? Also mir ging kurz übel, Alter. Ja. Und weißt du, wer die ganzen Videos macht, ja? Das sind so. So alles Anhänger von Greenpeace oder andere Leute, ja, die das vermeiden wollen, ja. Die dagegen kämpfen, ja. Und die Wahrheit zeigen, ja. Mhm. Und diese Wahrheit wollen wir auch zeigen euch immer, ja. Und 99% der Menschheit sieht die Wahrheit halt nicht. Mhm. Guck mal, die Wahrhaftigen wollen kein Geld verdienen. Die wollen nur die Wahrheit ans Licht vermitteln. Die aber, wenn wir lügen, jeden Tag, die wollen haufenweise Geld scheffeln, ja. Deswegen, die wahrhaftigen Leute, denen ist Geld so egal. Das spielt denen keine Rolle. Klar spielt eine klar geringe Rolle Geld, ja. Aber sie wollen. Aber wir nutzen es halt nur. Nur für die nachhaltigen Sachen rein, ja. Wir nutzen es nur für die wichtigen Sachen, ja. Wir, weißt du, wir leben unser Leben hier. Wir haben ein Talent. Wir haben mehrere Talente sogar, ja. Und wir möchten einfach unser Wissen einfach vermitteln, ja. Mhm. Und darum sage ich dir, kuscheln und du brauchst wirklich gar nichts mehr. Ende Gelände. Ja, ist so. Die Gefühle sind so hoch, die Emotionen, ja. Wenn du dich streichelst, wenn du dich umarmst, ja. Immer bei uns am besten um 7 Uhr, 8 Uhr. 7, 8 Uhr, die beste Zeit, denke ich mir, Alter. Da liegt immer eine Katze neben mir, denke ich mir immer. Ja, ich denke immer, mein Bruder ist wie eine Katze. Ja. Ich umarme den so, Alter, das ist, weißt du, um 7 Uhr, 8 Uhr ist die beste Zeit sogar, weil da ist manchmal auch der Serotoninspiegel so geil hoch. Und dann ist es so geil mit dieser Umarmung. Da denkst du dir, Alter, wie diese Kätzchen im Video, so goldig einfach. Und dann umarmen die sich da, ja, das ist so goldig. Da werden wir auch was einbauen. Weißt du, und ich wünsche mir auch mal so eine Katze oder einen Hund irgendwie mal demnächst mal. Ja. Diese Kätzchen, wenn ich mir die selber anschaue, wie die sich schon arbeiten. Das ist so goldig, Kitschen. Ne, ich weiß. Das ist so goldig. Hat viel Zeitaufwand immer. Ja, aber Kitschen. Ich weiß, viel Zeitaufwand, wenn man sich um die kümmern muss, ja. Ja, aber. Weil das sind so wie deine Babys, ja. Das sind so Babys, also ich würde mir so Kätzchenbabys. Weißt du, Kätzchenbabys, das ist so richtig knuddelig. Ja. Ich schwöre, ich würde danach nur noch Zeit verdienen. Digga. Das war richtig knuddelig. Weißt du, wenn die jetzt hier so auf unserer Schulter wäre, weißt du, so guckt die auf die Kamera. Nee, aber ich sag ja, Tiere sind ja auch klug. Sind eigentlich klüger als die Menschen, ja? Ja. Ja, die sind intelligenter, als du dir denkst. Mhm. Die können vorausahnen, ja? Was du machst, ja? Die kommen dann mit mir aufs Rad, ey. Ich bin die auf Gepäckträger. So ist nur so ein Trille, so Style, so ein bisschen da. Oder Cappy oder irgendwas. Ja, das geht doch alles, ja, muss ich sagen. Ich weiß ja, man kann immer die Tiere per Gepäckträger. Dann nimmst du einfach mit, fertig. Ja, ich weiß. Warum im Auto? Reisen. Warum im Auto? Im Auto ist noch für die Tiere noch schlimmer, ja. Da sticken die. Da haben die wenigstens frische Luft, ja. Ja, genau, das war unser Video über Kuscheln, bisschen über auch andere Themen, über Tier, Massentierhaltung und so weiter. Euer Luigi, stay tuned. Und Kevin G, stay tuned. Doppelsprosse, say bye bye.